Hallo zusammen. Ich hoffe, es hat euch hier in Braunschweig gefallen. Bevor ich jetzt an die Braunschweiger übergebe, die jetzt ein bisschen noch dazu erzählen wollen. Ich bin übrigens der Migri, genau. Möchte ich nur kurz Hallo sagen, euch hier nochmal bei der Abschlussveranstaltung begrüßen. Und wenn René, der jetzt gleich ganz viel zu erzählen hat, fertig ist, werden wir dann noch die hochgeheime Ergebnisse der Wahl für den Easter Hack 2016 verkünden, mit dem Überraschungssieger. Hochgeheim, hochgeheim. Selbstverständlich. Und solange erst einmal einen Applaus auf jeden Fall schon mal für die Veranstalter und ich übergebe hier mal an den René. Danke, danke. Jo, auch von meiner Seite aus ein großes Danke an alle Leute, die da waren. Ein großes Danke nochmal an das Netz 39 oder an den Netz 39, an den Stratum 0. So ein paar Leute von uns stehen gerade hier vorne, so ein paar Leute vom Netz 39 sind da. Wir haben in den letzten 4 Tagen ein Event gerockt. Für viele war es das erste Mal ein Event in der Dimension. Und ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Ich habe ein paar Slides vorbereitet, oder wir haben gemeinsam ein paar Slides vorbereitet, wo wir einfach nochmal so ein bisschen ein Review machen. So ein Knock-Review kommt später dann auch noch. Ja, wir hatten doch einiges an Tickets verkauft. 66 Tagestickets, nicht so viel wie letztes Jahr, aber mit Regular-Tickets waren wir ganz gut dabei. Supporter-Tickets 23 und 42 hatten wir natürlich auch noch jede Menge. 399 Tassen und 399 Bestecksets hatten wir. Ich hoffe, das Besteck kam gut an und wird euch noch ein paar Jahre auf diversen Hacker-Events begleiten. T-Shirts hatten wir 250 ungefähr. Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, nachdem wir auf dem Kongress schon welche verkauft haben. Wir haben noch ein paar T-Shirts übrig. Ich glaube L und XL, so roundabout 35 Stück. Also wer noch ein T-Shirt braucht, es gibt noch T-Shirts. Ausgefallene Veranstaltungstage wegen irgendwelchen lokalen Gegebenheiten null. Ja, die Level of Local Law Enforcement Awareness, die Polizei ist dreimal langsam vorbeigefahren, hat dann gedacht, nachdem 30 Leute im Park und Halteverbot stehen, steigen wir lieber nicht aus und gucken, was die Leute da treiben. Ja, gut, soweit so gut. So ein bisschen Air Conditioning Complaints hatten wir im Hackcenter natürlich auch. Die einen mögen Sauna, die anderen nicht. Das Nock stand irgendwie auf Sauna. Dann haben sie Sauna gekriegt. Das Bällebad hat auch noch ein bisschen was gespendet. Fürs Easter Egg auch ein Dank an das Bällebad. Ein Schweizer Taschenmesser ist rausgekommen und 8,73 €. Also wird unsere Kasse auch noch ein bisschen aufbessern. Jo, Frühstück, eines der wichtigsten Sachen beim Easter Egg. 200 Kilo Aufschnitt habt ihr gefuttert, 240 Liter Milch getrunken, ungefähr 900 Eier für Rührei und Omelette, so in der Gesamtanzahl haben wir verfeuert. 8 Kilo Bacon, wovon wahrscheinlich irgendwie 7 Kilo als Fett hinterher in der Pfanne hängen blieben. 3000 Brötchen haben wir beim Bäcker geordert. Ich glaube, die gingen heute Morgen auch komplett alle weg. Also es ist doch einiges gefuttert worden. O-Saft und Apfelsaft haben wir genügend getrunken. Da gibt es noch ein bisschen was. Und so ein bisschen Obst könnt ihr euch auch noch mit auf die Heimreise nehmen. Insgesamt hatten wir ungefähr 2 Tonnen Lebensmittel nur für das Frühstück. Also war doch auch logistisch eine ganz schöne Meisterleistung von vielen Leuten, die durch die Gegend gefahren sind und Krams eingekauft haben. Catering, wir hatten die gute Möglichkeit, das Catering hier selber zu schmeißen, haben 320 Burger gemacht, 15 Kilo Cheddar haben wir schneiden müssen, irgendwie ist die Schneidemaschine 5-mal verreckt, von klebender Antriebswelle mit Epoxidharz bis irgendwelche anderen Tuning-Maßnahmen, aber es hat durchgehalten. Ist immerhin schon 40 Jahre alt.
Ja, 40 Kilogramm Hack haben wir verhackt und 5 Kilo Bacon, bisschen Lasagne haben wir gemacht und die Pommes habt ihr uns auch von den Haaren gefressen und 1200 panierte Presspappenstückchen haben wir auch verkauft. Könnte man auch als Chicken Nuggets durchgehen lassen und jede Menge selbstgemachte Barbecue-Soße, damit die Presspappe nicht so schlecht schmeckt, gab es natürlich auch. Die Salzmenge ist irgendwie undefinierbar. Ich glaube, es waren nur 2,5 Kilo. Nur. Und völlig unzusammenhängend mit dem Mateverkauf. Ja, also irgendwie am ersten Tag waren irgendwie 150 Mate verkauft. Dann dachten wir, ein bisschen mehr Salz im Essen könnte vielleicht den Verkauf ankurbeln. und haben die Pommes etwas übersalzen. Naja, Pommes waren Chefsache, von dem her schlagt mich. Mate, 87 Flaschen Mate haben wir verkauft, redundant verfügbare Mate, 428%, also trinkt mehr Mate, nehmt mehr Mate mit. Genau, wir haben ungefähr 1000 Chunks verkauft, natürlich 42 Liter Rum, 500 Limetten und 17 Kilo Rohrzucker, also Chunk. Wir waren kurz vor der Chunk-Kalypse gestern Abend, mussten dann durch einen Notarzteinsatz von zwei Leuten noch schnell hier einen befreundeten Verein ausrauben und haben noch 10 Liter rum organisiert. Bier haben wir auch so ein bisschen was verkauft, natürlich auch wieder. Viel zu viel gehabt. Ja, die Caretaker, auch nochmal ein Danke natürlich an alle Caretaker, die da waren, die irgendwie das Event mit uns gerockt haben. Ohne die Caretaker wäre es nicht möglich gewesen. Genau, also ohne fremde Hilfe, ohne die Hilfe von den ganzen Caretakern, ohne die Hilfe auch von euch, wäre so ein Event auf keinen Fall möglich. Wir haben echt richtig was gerockt in den beiden Gebäuden hier. Hatten jede Menge Engel, die da waren. Dunkelziffer von 6, kann Kasa noch näher erläutern, wenn er später möchte. Es gab genügend Talks und Workshops. Eigentlich muss man so ein bisschen schneller machen. Irgendwie drängeln die Zeit so ein bisschen. Da kommt noch ein Knock-Review mit 50 Seiten oder so. Jede Menge Vorträge. Wir haben einen Dome gebaut. Ein Goldschmied hat Goldsmithing angeboten. Das war echt eine ziemlich coole Aktion. Genau. Sponsoren. Ohne Sponsoren ist so ein Event natürlich auch nicht möglich. GNS Systems und Pangotronics haben uns finanziell unterstützt, dass sie einfach solche Sachen wie die Bestecksets für euch auch machen konnten. Jetzt schwindet mein Monitor. In die andere Richtung schieben. Genau. Ja, so irgendwie meine Brille. Die ist noch leicht voll von Fett von der Fritteuse von gestern Abend. Genau, wir haben jede Menge Guarana-Brause von den Guarana-Jungs geschenkt bekommen. Die habt ihr in euren Beutel vorgefunden, die uns von Linet gesponsert wurden. Davon wurden 50 Stück in einer Nacht- und Nebel-Aktion von Linet noch besprüht mit Easter Egg-Logo. Wer eine bekommen hat, hat einen Joker gezogen von den 400 Taschen. Die Wow Holland Stiftung hat uns die Engel-Shirts gesponsert. Ich denke, das eine oder andere Engel-Shirt hier bei Le Provocateur vorne sieht man es, ist doch auch ganz cool geworden. Gärtner-Datensysteme hat die Internetanbindung und den Traffic gesponsert. Das war auch eine ziemlich kurzfristige Aktion noch, hat auch alles super gut funktioniert mit einem Special Support von Neitzel für verschiedene Sachen. Ja, mein Arbeitgeber, die Bellnet, hat uns natürlich auch finanziell unterstützt für den Stromanschluss und für die vielen, vielen Arbeitsstunden, die im Büro auch draufgegangen sind für das Easter Hack. Genau. Und natürlich auch meine Jungs, die teilweise jetzt gerade auch da sind, die ein bisschen meine Aufgaben übernehmen mussten im Büro. Ja, das Zert war natürlich da. Es gab irgendwie 3 Incidents, die irgendwie kleinerer Natur waren wohl. Auch das VOG nochmal, die ganzen Streaming-Sachen hier macht, das auch nochmal echt eine ganz coole Sache ist. Natürlich allen Caretakern habe ich gerade schon mal gedankt. Die Schintille haben wir gestern irgendwie ihres Rums entledigt. Dass die Chunk-Kalypse hier ausgeblieben ist und dem Jugendzentrum Mühle und dem CVDM Hotel wollen wir natürlich auch danken, dass wir hier einfach mit Generalschlüssel überall werkeln durften und machen konnten, auf was wir gerade eigentlich Lust hatten. Ja, gefälschte Statistiken 0 natürlich. Genau, gefälschte Statistiken 0.
Langsamste Lasagne-Lieferung ans Wok hat 24 Stunden gedauert. Die Dunstabzugshaube musste repariert werden, weil oben irgendwie ein Deckel drauf war. Auch nochmal danke an Ole, der irgendwie sich da auf dem Dach der Mühle mit dem Klettergut betätigt hat. Und benutzte Standardpasswort der Heizung musste auch einmal benutzt werden, um den Tag- und Nachtmodus auszuschalten, dass wir auch nach 0 Uhr noch warmes Wasser kriegen. Ja, 3000 Kilometer Anhängerfahrten haben wir hinter uns, so in etwa in den letzten 4 Wochen quer durch Deutschland. Durchschnittssspritverbrauch bei meinem Auto war zumindest so roundabout 14 Liter Diesel. Und benutze Filmtankkarten, fragt bitte nicht. Ja, jetzt kommt das Knock-Review. Ich schalte da mal um. Hey. Ja, irgendwas mit Internet natürlich. Wir haben das CCC-Event Netzwerk wiederbekommen. Da auch nochmal herzlichen Dank an Fraps, der das eingefädelt hat, dass wir den IP-Adressbereich benutzen konnten. Das haben wir auch direkt bei uns dann bei Gärtner rausgeroutet. Woher kommt es? Genau, also Gärtner Datensysteme hat die ganze Sache gesponsert. Die ganze Kabel sind interessant, das weiß ich, aber nicht. Und tschüss. Genau, also Gärtner hat die ganze Internetanbindung hier mit uns aufgezogen. Hier gibt es irgendwie fancy GIF-Animationen, da können das Nock noch mehr dazu sagen. Abuses gab es keine. Wo geht es hin? Wir haben 24 GHz Wiring zu ASCO gemacht. Das ist das Pizza.de-Gebäude, was da drüben ist. Die iFiber wurde uns vom Shackspace bzw. von Momo zur Verfügung gestellt. Da auch nochmal danke Richtung Shackspace bzw. Richtung Momo und auch an Ubiquiti natürlich. Und den 24 GHz Link, den wir hier sehen, der hier um die Ecke steht, der hoch zur Mühle geht, beziehungsweise vom CFM zur Mühle geht, wurde uns von Selfnet aus Stuttgart zur Verfügung gestellt. Die machen das ganze Wohnheim-Internet in Stuttgart. Ja, hier noch so ein bisschen Statistiken. Use more bandwidth ist wieder das Motto gewesen. Wir haben es nicht ausgelastet, die Leitung. Aber es hat alles gut geklappt. Wenn ihr irgendwie eine Airfiber braucht, wendet euch an Momo. Die kann man da relativ entspannt auch ausleihen. Genau, wo biegt es ab? Es gibt noch ein Vox-Streaming, das einfach in diese Seite der Stadt geht. Es sind nur 50 Meter ins nächste Haus. Da haben wir eine kleine 5 GHz Bridge aufgestellt, die uns einfach eine Backup-Leitung und ein dediziertes Vox-Streaming zur Verfügung stellen. Ja, wodurch geht es? Wir haben Switches vom CCCV ausgeliehen, die ganzen Access-Switches. Ich habe ein paar Core-Switches mitgebracht. Das Event-WLAN ist von den Mainzer Jungs, wenn man das ausleihen will. Eventwlan.cccmz.de. Mit den Jungs einfach quatschen, kann man dort abholen. Ist alles im Case verpackt, kann man einfach aufbauen. Genau, womit geht es noch? Diverse Kleinteile, Festplatten-Server, Notebook, 5 GHz Bridge von irgendwelchen Stratum 0 Leuten. Wir haben natürlich auch bei uns alles geraped, was man irgendwie im Rack liegen, stehen hat. Haben es hierher geschleppt und draus gebaut, was man braucht. Ja, Incidents. Am Strom Netzwerkkabel ziehen, reinbeißen. Ist irgendwie so eine Modeerscheinung geworden, irgendwie immer herzulaufen, an einem Kabel zu ziehen oder da drüben irgendwas am Kabel aufzuhängen. Zugentlastung ist eine wichtige Sache oder einfach sein zu lassen, am Kabel zu ziehen. Ja, ein Rough DHCP-Server hatten wir auch. Irgendein lustiger Spaßvogel. Aber ein Mac und sein lassen hat da zum Glück geholfen. Meine alten Core-Switch-Büchsen haben es irgendwie mit dem Routing nicht mehr auf die Kette gekriegt und hatten dann irgendwann 99% CPU-Auslastung bei 50% Packet-Loss. Kann man mal machen, ist ein bisschen blöd. Und dann haben wir das auf dem Schinken durch die Gegend geroutet. Da auch nochmal danke an die Nock-Jungs, die das relativ kurzfristig umgebaut haben. Ja. Wie immer, Chunk führt zu erhöhtem Umbautrieb. Also trinkt mehr Chunk, baut mehr um. Ja, bla bla bla.
Major Incident, Traffic Peak am Samstag. Neitzel hat angerufen, oh, was macht ihr hier? Demnächst müssen wir, wenn wir über 500 Mbit kommen, die ganze Sache beschränken. Dann haben wir den, ich glaube, es war Momos File-Server, nur auf internen Traffic beschränkt und dann ging das doch auch mal wieder ganz gut. Ja, so ein paar WLAN-Statistiken. 341 WLAN-Clients hatten wir gestern. Ja, Apple Android-Geräte sind natürlich die meistbenutzten. Und wir hatten da noch irgendwie so einen Außenseiter, so ein BlackBerry dazwischen. Ich weiß nicht, wie der sich hier rein verirrt hat, aber er war auf jeden Fall da. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass vor dem CVM-Hotel, wo kein Eingang ist, No Entry dran steht und daneben ganz groß das WLAN-Passwort. Jo, wir haben 1,24 Terabyte TX und 4,6 Terabyte gezogen. Bandbreitenbedarf 327 Mbit und heute irgendwie nur noch 116 Mbit. Das wird sich auch demnächst noch schlagartig ändern, dann wird es 0 Mbit sein. Genau. Das ist die F-Fiber, die auf der anderen Seite der Mühle hängt, die Richtung pizza.de zeigt. So sieht es dann aus, wenn die NOC-Leute nach dem erhöhten Umbaubetrieb doch noch ein bisschen nächtigen müssen. Das ist die, der Grund, warum den NOC-Leuten immer zu kalt ist und dem Rest zu warm. Da ist nämlich einfach ein Fenster, das man nicht zumachen kann, weil wenn man es zumacht, die Metallbedampfung der Scheibe für etwas viel Dämpfung sorgt und deshalb die Airfiber nicht mehr funktioniert. Genau, das ist auch noch, das ist direkt hier um die Ecke, das zeigt nach oben zur Mühle und so sieht es aus, wenn man professionell WLAN-Access Points verlegt. Also schön viel Gaffer. Genau, sichere Konstruktion ist sicher. Das war's. Gut, ich übergebe das Wort an Migri. Nochmal danke von meiner Seite aus. Wir haben noch jede Menge Abbaustunden zu leisten. Wir haben ein paar Engel-Shirts noch zurückgehalten, also alle Leute, die als Abbauengel dienen. Wir haben noch ein paar Shirts für euch. Wir werden heute noch den ganzen Tag hier abbauen, brauchen viele, viele Helfer. Wir werden morgen noch das eine oder andere hier zusammenräumen. Wir haben noch so ein paar Paletten Mate, die wir verräumen müssen und auch noch so ein paar andere Dinge. Jetzt übergebe ich an Migri. Es wird der demokratisch gewählte Nachfolger des diesjährigen Easter Hacks bekannt gegeben. Danke, René. Danke nochmal an die Veranstalter hier insgesamt für den Easter Hack. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt, denke ich. Und nochmal großen Applaus, bitte. Danke, danke. Die letzten Jahre war das immer so, dass da sich so 3-4 Leute zusammengetan haben, die haben dann beschlossen, wo der nächste Easter Hack stattfindet. Die 3 Leute sind die 3, die so, den ersten Easter Hack ins Leben gerufen haben und so ein bisschen darauf achten, dass die Easter Hacks ihr Ambiente, ihre Art und Weise, wie sie veranstaltet werden, nicht völlig verlieren und vor allem, dass sie auch weiterhin stattfinden, denn da hatten wir auch schon mal Probleme. Und dann haben wir den Erfa-Kreis-Repräsentanten immer mit dabei gehabt. Und es gab so gerade die letzten Jahre immer ein bisschen Kritik daran, wie das passiert, dass es zu unübersichtlich ist, beziehungsweise zu intransparent ist. Wie kommen wir denn überhaupt dazu, wer denn jetzt von den vielen, vielen Bewerbern nächstes Jahr den Easter Hack stattfinden lassen darf? Deswegen haben wir dieses Jahr mal ein Experiment gewagt und es etwas anders gemacht. Wir hatten eine Vorstellungsrunde, wo sich die 3 in Reihenfolge des Eingangs der Bewerbung München, Salzburg und Paderborn die 3 Bewerber vorstellen konnten. Es gab auch, denke ich mal, einige Leute, die sich das sehr interessiert angeguckt haben. Dort haben wir ein Stimmungsbild zunächst einmal eingeholt. Die eigentliche Entscheidung fand dann statt auf dem Regio-Treffen am Abend, am Samstagabend.
Das Ergebnis wird mir der Hackpeat dann gleich noch übergeben. Wieso haben wir das so gemacht? Das will ich nur noch mal kurz erklären. Wir hatten verschiedene Optionen, das in diese Entscheidung in die breite Masse zu tragen. Die erste Option wäre gewesen, jeder kriegt einen Zettel, wenn er hier hinkommt und stimmt ab. Da hatten wir mehrere Probleme mit. Das eine wäre, wahrscheinlich hätten wir hinterher mehr Zettel gehabt, als wir ursprünglich ausgegeben haben. Also das zweite Problem war, dass wir dachten, dass nicht unbedingt jeder, der da abstimmt, dann auch weiß, über wen er abstimmt. Dann nicht jeder nimmt hier an der Veranstaltung teil. Und da hätten wir vielleicht auch einfach viele Leute gehabt, die hier aus der Region kommen, sagen, ach, wo ist es denn das nächste Mal? Ach, es könnte jetzt hier in der Nähe sein, dann stimmen wir alle dafür. Das war jetzt so ein Punkt, der insbesondere auch vom Hackbeat kam, dass wir da so ein bisschen drauf achten müssen. Umgekehrt, als dann die Idee aufkam, wir machen es übers Regio-Treffen, kam gerade von den kleineren Chaos-Treffs und von eventuellen kleineren Veranstaltern Bedenken, da haben wir nicht die Stimme, da sind wir nicht so drin und wir möchten nicht, dass es das Regio-Treffen alleine macht. Und auf diese Art und Weise, wie wir es diesmal gemacht haben, haben wir versucht, dass auch jeder irgendwo seine Chance bekommt. Diese Vorentscheidung haben die Salzburger deutlich für sich entschieden und sind also mit 2 Stimmen Vorsprung in die Veranstaltung des Regio-Treffen gegangen. Und ja, Hackpeat, ja. The winner is, würde ich dann mal sagen, ist ja auch noch schwer streng geheim. Ja, ich habe ja gestern Abend noch lang programmiert, um diese Auswertung zu fahren und habe mich jetzt extra mit Turbo Pascal aber auseinandergesetzt, um auf diesem Endgerät mal dieses Ergebnis darzustellen. Du siehst, Migri sieht super aus, die Software, ist sogar durch die Qualitätssicherung durchgegangen und wir haben festgestellt, dass... wusste doch bis jetzt noch keiner, dass es nicht München geworden ist. Sehr schade. Es ist auch leider auch nicht Paderborn geworden. Aber dafür geht es nächstes Jahr nach Österreich und zwar nach Salzburg. Ja, wo es genau hingeht, das darfst du jetzt noch mal ganz kurz sagen. Es geht in die Agrikultur nach Salzburg, wo unser kleiner Hackerspace beheimatet ist. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Ja, wir uns auch. Vielen Dank auch nochmal für die Bewerbung und wir freuen uns auch natürlich dann nach Österreich zu kommen und ich kann nur diejenigen, die Interesse haben, so ein Easter Hack mal auszurichten, dazu auffordern, wenn der nächste Call for Candidature kommt, sich auch zu bewerben. Wir freuen uns natürlich immer, wenn es mehrere Bewerber gibt, die dann auch in Konkurrenz miteinander treten und das belebt das Geschäft. Ne? Und ich fand das also auch gerade dieses Jahr sehr schön. Wir hatten 3 sehr gute Bewerber. Muss ich mal sagen, auch an die Münchner und an die Paderborner nochmal herzlichen Dank dafür, dass sie sich beworben haben. Die Bewerbungen waren gut und ich hoffe, das geht auch weiterhin so, denn die Veranstaltung finde ich an sich ist eigentlich ganz toll, damit wir diese Veranstaltung weiterhin behalten können, brauchen wir aber natürlich Ausrichter. Ansonsten vielen Dank fürs Hiersein. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Helft noch bitte fleißig mit hier beim Abbau und allem. Und ja, bis nächstes Jahr.